Man hat nicht schlecht geguckt bei der Auslosung. Wenn man mit den Italienern hält, die Gruppe zählt ganz klar zu der Todesgruppe bei dieser Europameisterschaft. Aber es ist ja üblich bei diesem Turnier, dass man vom ersten Spiel direkt Vollgas geben muss. Man hat den einfachsten Gegner in dieser Gruppe, wenn man ihn auf dieses Niveau runter reduzieren will. Mein Name ist Mr. Walzer, ich heiße euch herzlich willkommen zu Tag 4 bei dieser UEFA Euro 2000 und zum Auftaktspiel der Gruppe D zwischen Italien und Lettland in Amsterdam wird das Ganze stattfinden. Italien ja mit einer unglaublich guten Qualifikation. Den besten Punkte-Record hatten sie ja gehabt. Mit 9 Siegen und ein Unentschieden, das sie gegen Ungarn erzielt hatten. Zweimal Frankreich geschlagen und auch die erste Mannschaft gewesen, die sich qualifizieren konnte. Lettland in den Playoffs sensationell Norwegen ausgeschaltet mit einer dominanten Performance gerade im Rückspiel. Und alle freuen sie sich dort, in der ehemaligen Sowjetrepublik Lettland, auf diese Europameisterschaft. Nun ist aber auch die Frage, wie Dino Zoff seine Mannschaft auf diese Letten eingestellt hat. Man hat ja mehr als genug Zeit gehabt. In einem 3-5-2 werden die Squadra Azzurra, die in den blauen Trikots hier von links nach rechts starten, aufkommen. Filippo Inzaghi und Alessandro Del Piero sind die Stoßstürmer, die die Tore erzielen sollten. Hinten ein blutjunger Torwart, das heißt blutjung, Gianluigi Buffon, da zu dem Zeitpunkt noch im Diensten des AC Parma. Die Letten legen hier gut los, versuchen direkt einmal, sich nicht von den Italienern hinten reindrücken zu lassen. Da ist keine Ehrfurcht, die dort gezeigt wird vor dieser großen Fußballnation Italien. Zu dem Zeitpunkt dreimaliger Fußballweltmeister, einmal Europameister 1968. Bei den WM-Titeln ist noch einer dazugekommen später, 2006, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Davon sind einige, die den Titel später gewinnen sollten, hier schon dabei, wie gerade eben gesehen, Fabio Cannavaro. Die erste Chance für die Italiener durch Demetrio Albertini. Testet schon mal den lettischen Schlussmann Alex Kulinko. Torricelli von der anderen Seite. Albertini aus ähnlicher Position. Wollen sie damit bewirken, dass sie den Torwart hier warm schießen, denn er ist jetzt auf jeden Fall warm genug nach drei gehaltenen Bällen. Und Valentins Lobanov in einer guten Gelegenheit, der segelt nur knapp über das Tor von Gigi Buffon. Ivanovs. Pass wieder zu Ivanovs. Noch ein Pass. Ist einer der zentralen Figuren gewesen bei den Letten in der Qualifikation. Eine gute Nachricht für die Letten. Andrej Stolzas, der sich am letzten Quali-Spiel verletzt hatte, ist rechtzeitig wieder fit geworden. Kann hier auflaufen, steht auch natürlich in der Startformation der lettischen Nationalmannschaft. Also quasi wie wir es kennen von den Letten. Del Piero.
mal mit einer Chance. Albertini. Damit lockt er den Keeper nicht aus der Reserve. Jetzt der vierte Versuch aus der Position. Und die Italiener, sie machen munter weiter. Alex Del Piero. Torricelli. Und Eckball. Der erste Eckball für die Italiener an diesem heutigen Tag. Aber die Letten, die finden keinen Zugriff zum Spiel. Können sich erstmal nur bei ihrem Torwart bedanken und bei der schlampigen Chancenverwertung Italiens, dass es hier immer noch nach 25 Minuten 0:0 steht. Vielleicht kriegen sie jetzt einmal eine Aktion durch. Pass. Bleibt bei Maldini stecken. Kommt postwendend wieder zurück zu Pass. Hat jetzt den Platz zum Flanken. Pass. Wieder kommt Buffon raus, faustet den Ball weg, was immer mit einer gewissen Gefahr verbunden ist, denn die Stürmer, die können ja noch schlussendlich an den Ball kommen, den Verteidiger ausstehen lassen und dann wird es ganz, ganz gefährlich. Aber wenn es um die Defensive geht, dann ist man bei den Italienern an der nächsten, an einer richtigen Adresse. Die nächste Ecke für die Azzurri nach einer halben Stunde. Die Chancenverwertung muss man in der Halbzeitpause definitiv ansprechen. Und jetzt ist der Ball im Tor. Die Ecke gut getreten und Moreno Torricelli nimmt diese Vorlage dankend an. Im Luftduell kann er sich da durchsetzen gegen seinen Verteidiger und es steht 1:0 für Italien. Mehr als verdient diese Führung für die Squadra Azzurra. Totti. Nächster Aufbau. Da konnte, aber über links wird der Ball verloren. Iman Spadelis gegen Paolo Maldini. Zumindest den Angriff fürs Erste unterbrochen. Geht Einwurf für Lettland. Totti. Nesta. Conte. Torricelli. Boah. Gute Chance. Da zappelt das Netz ein bisschen. War schon erfolgreich. Moreno Torricelli hat hier die Führung der Italiener hervorgebracht nach einer Eckstoßsituation. Albertini. Und er kam ein bisschen ungenau. Pass. Bladelis bleibt im Aufbau stecken, kommt postwendend wieder zurück. Schlampig geklärt von Delivio. Pass. Buffon und Cannavaro. Auf ihn kann man sich verlassen. Auf Fabio Cannavaro. Der spätere Weltmeisterkapitän. Inzaghi. Torricelli und Kolinko wieder zur Stelle. Der mit Abstand der beste Lette auf diesem Platz. Hat einen maßgeblichen Anteil dafür, dass es nur 0:1 steht. Aber das hat er auf seine Kappe zu schreiben. Francesco Totti, 2:0. Wieder eine Ecke
Diesmal war es Albertini, der den Ball da auf Kolenko rauf bekommt. In einem Moment der Unachtsamkeit lässt Kolenko den Ball in die Mitte klatschen und da steht Francesco Totti goldrichtig und diese Führung noch vor der Halbzeit ausgebaut. Das ist das, was Dino Zoff wollte. Das, was alle wollten, die es mit dem Stiefel halten. 2:0 nach 45 Minuten und diese Führung geht mehr als in Ordnung. Die Letten mit 2 Schüssen aufs Tor. Ansonsten nur die Azzurri zugange. Hat man dann dementsprechend auch gesehen. Alex Kolenko mit Abstand der beste Lette, der entschärft quasi alles, was auf das Tor kommt. Ja, fast alles. Zweimal hat er hinter sich greifen müssen. Einmal hatte er keine Chance gehabt. Und beim anderen, beim Eckball, beim Tor von Totti, hat er das sich selber zuzuschreiben. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder für euch da zur zweiten Halbzeit. Hier in Amsterdam zum Auftaktspiel der Gruppe D zwischen Italien und Lettland. 2:0, der Pausenstand. Keine Wechsel nehmen beide Parteien vor, so sieht das momentan aus. Alex Kolenko hier im Bild, der eine ganze Menge zu tun bekommen hat in den ersten 45 Minuten. Ändert allerdings nicht daran, dass Italien hier mit dieser 2:0-Führung aus der Pause herausgeht. Und die erste Chance der zweiten Hälfte gehört der Opposition. Wie wir es schon in den vorangegangenen Spielen bei dieser Europameisterschaft gesehen haben. Buffon ist auf der Höhe, auch wenn er nicht so viel zu tun bekommt. Kasevic war alles sauber, sagt er, unparteiische. Ivanovs. Pass. Buffon. Auch er wird getestet. Und auch er ist auf der Höhe des Geschehens. Konnte. Del Piero lässt seinen Verteidiger stehen. Torricelli mit der Flanke. Inzaghi und Kolenko ist da. Schmeißt sich in den Ball. Astavius. Di Livio klärt. Ball ist aber noch heiß. Pass. Buffon. Die Italiener gerade so einen Moment der Unordnung und der Unkonzentriertheit hinten im Strafraum mit eigenen 16er. Der nachfolgende Eckball allerdings ein Geschenk. Pass und Buffon. Die Letten werden besser. Sie kommen besser aus der Pause raus. Momentan die tonangebende Mannschaft. Und die Italiener. Boah! Ivanovs. Laufen Gefahr, hier ein Gegentor zu kriegen. Mit dem Abwehrverhalten, was die hier an den Tag legen. Zumindest nach dem Seitenwechsel. Als ob man einen Gang rausgenommen hat. Und die Letten erstmal ein bisschen Fußball spielen lassen. Delis macht er stark gegen zwei. Belohnt sich und seine Mannschaft mit einer Ecke. Die dritte in dem Spiel für die ehemalige Sowjetrepublik. Astaviews. Ja, Zuordnung. Gab es ein kleines Missverständnis da. Allerdings hat man den Ball noch erst einmal rausgekriegt, um sich neu zu sortieren in der Defensive. Di Livio. Totti. Wieder zu Di Livio. Der geht jetzt erstmal über die rechte Seite zu Demetrio. Albertini, der mit der Flanke. Lukasevic. Erwartet der Piero auf einen. Den richtigen Moment. Den Verteidiger dort den Ball abzuluxen.
Stolzers. Ja, es ist ein Foul. Das pfeift der Schiedsrichter auch als Foul. Und das gibt die gelbe Karte für Alessandro Nesta. Unnötiges Tackling. Somit eine ordentliche Position für die Letten hier. Nochmal ins Spiel zurückzukommen. Pass, Flugkopfball, aber kein Problem für Gianluigi Buffon, den Keeper im Kasten der Azzurri. Totti. Torricelli. Bleibt bei der Azzurri, Inzaghi in Abseits. Filippo Inzaghi im Abseits. Noch 20 Minuten, die Italiener scheinen sich auf diese Führung auszuruhen, spielen nur noch das, was sie müssen. So ein paar Entlastungsangriffe für die Defensive. Was macht Cannavaro denn da? Nesta sieht sich zu dem Tackling gezwungen. Der muss ja auch vorsichtig sein. Er hat ja gerade die gelbe Karte gesehen. Torricelli, super Pass, aber wieder abseits. Inzaghi hält sich in der verbotenen Zone auf. Totti. Albertini. Inzaghi, ja, der bleibt nicht. Ja. Es ist wie Ping-Pong da teilweise vorne im Strafraum. Cannavaro mit dem Ballverlust. Richtig gefährlich sind die Chancen nicht seitens der Letten, die den Keeper jetzt mal wirklich aus Reserve locken. Das war eine davon zumindest jetzt einmal. Auch wenn das eine gute Distanz gewesen ist, um den Ball vernünftig abzuschirmen. Del Piero bleibt im Ballbesitz. Inzaghi. Und wieder Alex Kolinko, der nicht so viel zu tun bekommen hat in dem zweiten Durchgang. Übers Große und Ganze gesehen, da wir uns ja in den letzten Minuten dieses Spiels befinden, die Italiener in der ersten Hälfte mit einem ungewöhnlich, für die Italiener ungewöhnlichen Offensivdrang. Und diese 2-Tore-Führung gab ihm die nötige Sicherheit, in der zweiten Hälfte 1-2 Gänge zurückzuschalten. Andrei Stolzers. Und Valery Ivanovs war das mit dem Kopfball, der knapp am Tor vorbeiging. Vielleicht mit die gefährlichste Chance der Letten in diesem Spiel. Del Piero im Abseits. Nesta. Ah, der Schiedsrichter hat nochmal Erbarmen. Und da ist der Anschlusstreffer. Andrei Stolzers. Interessante Variante. Unter der Mauer durch. Und Stolzers mit einem Traumtor. Aber Glück für die Italiener, dieses Tor kam zu spät. Die 3 Punkte gehen auf ihr Konto. Aber das ist trotz alledem nochmal für die Letten. Sie haben hier nichts zu verlieren.
bei dieser Europameisterschaft. Italien dafür umso mehr als Topfavorit nach dieser Qualifikation als Topfavorit auserkoren. Gewinnen hier das Auftaktspiel mit 2:1. Das ist natürlich ein Makel, der auf dem weißen Fleck, also auf dem weißen Weste ist. Ein kleiner Streifen, aber trotz alledem, 3 Punkte sind 3 Punkte. Auftaktsieg geglückt. Das ist das wichtigste Spiel in dem Turnier und man kann von der Situation aus weitergehen. Ja, die zweite Hälfte, das hat man ja auch gesehen, auch. Das sieht man auch an der Statistik, dass die Italiener einen Gang zurückgeschaltet haben und die Letten ein bisschen spielen lassen haben. Ist dann quasi ein richtiger Momentum-Shift nochmal geworden, da Lettland wirklich gedrückt hat. Aber beim letzten Endes, im letzten Moment, in den letzten Augenblicken, war dann entweder ein italienischer Verteidiger da oder Abschluss ein bisschen zu unsauber. Trotz alledem, das nächste Spiel gegen England für die Letten. Man kennt sie aus der Qualifikation. Man hatte sie ja auch schon kurz davor gehabt, die zu schlagen im letzten Quali-Spiel, wo es noch um die direkte Qualifikation ging. Jetzt sieht man sich dann bei der Endrunde wieder. Apropos England, das Topspiel steht ja noch an gegen Jugoslawien. Das im Anschluss hier bei der UEFA Euro 2000. Beide Mannschaften haben sich so ein bisschen durch die Qualifikation gemogelt, gerade die Jugoslawen, die ja einen nicht so guten Start haben, sich dann doch wieder gefangen haben und die direkte Qualifikation für diese Europameisterschaft sichern konnten. England hatte erst ihr Ticket im letzten Spiel sichern können, wie ich eingangs erwähnt hatte, gegen Lettland. Hatte man ja kurz vor dem letzten Spieltag noch die Tabellenführung verloren. Nun sind wir hier neben Deutschland gegen Tschechien natürlich das Topspiel an diesem ersten Gruppenspieltag bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Jugoslawien in Blau, England in Weiß. Von links nach rechts spielen die Jugoslawen. Ivica Krali muss die erste Chance schon mal nach ein paar Minuten entschärfen von Paul Scholes. Die Three Lions ganz klassisch in ihrem Weiß. Für sie ist es quasi auch eine Situation. 1996, man hat die Europameisterschaft im eigenen Land gehabt. Man scheiterte im Halbfinale an Deutschland im Elfmeterschießen. Frankreich 98 verlief nur minderwertig besser. Paul Gascoigne hatte sein Feel-Good-Moment zum Ende seiner Nationalmannschaftskarriere im Achtelfinale gegen Kroatien. Dann schieden die Engländer später dann und spätere Weltmeister Niederlande aus im Viertelfinale. Man hat sich so einen Pakt geschworen. It's all or nothing now. Um den ersten Titel seit 1966 wieder auf die Insel zu bringen. David Seaman entschärft fürs Erste. Mijatovic. Da kommt eingelaufen Seaman. Und die Nachschusschance. Den musst du normalerweise machen. Postwenden gegenzügig Michael Owen. Testet Ivica Krali nochmal. Beckham. Quasi zu dem Zeitpunkt zur Persona non grata eigentlich gereift. Wenn man die Weltmeisterschaft 1998 sieht und sein Revanche-Foul in Anführungszeichen an Diego Simeone im Achtelfinale gegen Argentinien, wo er vom Platz flog. Seit da waren die englischen Medien nicht gut auf ihn zu sprechen. Aber das hat sich relativ schnell wiedergelegt, als David Beckham die Engländer zur Weltmeisterschaft in Korea und Japan schoss. Jugovic.
Mijatovic. Mijatovic, klasse Grätsche von Tony Adams, der den Angriff hier unterbinden kann. Jokanovic. Dragan Stojkovic. Gold klärt fürs Erste. Jugovic. Sie machen Druck. Bergheim wird angeschossen. Savo Milosevic. Es geht kompromisslos nach vorne. Bei beiden Mannschaftsteilen. Stojkovic. Und der Ball ist im Tor. Predrag Mijatovic. 1-0. David Zeeland war noch dran, aber es war nicht genug, um den Ball über die Querlatte zu lenken. Schauen wir nochmal. Aus der Position kam er vielleicht sogar noch vom eigenen Mann. Sei es drum, Jugoslawien liegt vorn. Jugovic. Immer noch heiß die Chance. Stojkovic! Butterfingers. Es ist am Regnen, ja, aber das darf keine Entschuldigung sein. Auf Seiten David Siemens. Nicht bei dem 0-1 und auch nicht gerade in dieser Situation. Einwurf England. Haben sie clever herausgespielt, diese Ecke. Diesen Einwurf natürlich. Für eine Ecke müsstest du noch 75 Meter weiter runter nach links. Balken. Jokanovic. Abseits. Position. Da schnappt die Falle zu. Savo Milosevic. Erwischt. Auch hier pfeift er wieder eine Abseitsposition, was ich so ein bisschen hinterfrage, ob man sowas wirklich pfeifen soll, aber nun gut. Spiel ist 20 Jahre alt, wollen wir uns nicht darüber beschweren. Halbe Stunde rum, Jugoslawien führt mit 1-0 und kriegt hier jetzt einen Freistoß aus ordentlicher Position. Sinisa Mihajlovic versucht es direkt, um vielleicht nochmal einen Moment der Unachtsamkeit von David Seaman auszunutzen. Mijatovic. Eckball. Die erste in diesem Spiel für Jugoslawien. Dragan Stojkovic. Da kommen sie eingelaufen. Verlängert! 2-0! Wieder ist es Mijatovic! Der Eckstoß aus dem Strafraum hinausgeschlagen. Die Verlängerung auf Predrag Mijatovic. Und es steht 2-0 für Jugoslawien. Die Three Lions hier in höchster Bedrängnis. Das Spiel machen auch nur die Jugoslawen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Shearer. Für die Statistik. Mijatovic. Jetzt mal die Rollenverteilung. Was ist denn hier los? Tor Nummer 3. 3-0. Savo Milosevic, wieder ist es ein Kopfball. Aber auch formidabel aufgelegt vom
Tony Adams, der da noch an dem, mit dem Kopf an den Ball kam, um ihn dann für Milosevic gut vorzulegen. Und jetzt hast du kein Glück, kommt auch noch Pech hinzu. Dreimal Aluminium in Folge. Michael Owen verstolpert diese Chance. Eine interessante erste Halbzeit, die wir hier sehen. Jugoslawien gegen England. Wir gehen mit einem 3:0 in die Halbzeit. Zweimal Mijatovic, einmal Milosevic. Und alle drei Male war es ein Kopfball, wo die Verteidiger und gerade David Seaman auch nicht gerade gut aussahen. Wenn wir uns schauen auf die Chancenverwertung beziehungsweise auf die Aktionszone, das Spiel findet weitestgehend in der englischen Hälfte statt. Es ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf vorhanden bei den Three Lions. Vielleicht könnte sogar der ein oder andere Spielerwechsel etwas bewirken. Aber ich bin es nicht der, der das entscheidet. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder für euch da. Zur zweiten Halbzeit. Jugoslawien 3, England 0, zur Pause. Beide Mannschaften. Sol Campbell hat da wahrscheinlich noch ein bisschen Klärungsbedarf mit dem Schiedsrichter. So sieht es mir aus. Aber im Endeffekt haben die Three Lions dieses Outcome, diesen Spielverlauf auch gerade die Defensive sich selbst zuzuschreiben. Die Jugoslawen ja ohnehin als Geheimfavoriten gehandelt. Clown mit der ersten Chance in diesen zweiten 45 Minuten. Ja, die Jugoslawen werden sowieso als Geheimfavoriten gehandelt, so aber auch die Engländer. Und das ist doch schon eine ganz starke Gewichtung. Ja, auch für den weiteren Verlauf dieser Gruppe. Scholes. Shearer. Crawley. Mit der ersten. Ja, das heißt unsaubere Aktion. Ball hat er geklärt gekriegt. Und Verteidiger hat aufgepasst. Kein Foul. Shearer. McLaughlin. Und Kral. Mijatovic. Und Seaman. David Seaman ist zur Stelle. Wieder geht es über rechts. Die Flanke kommt gut. Mal ein Anfang. Alan Shearer verkürzt. 3-1. Three Lions. At least somewhat back in it. Eine halbe Stunde haben sie noch dafür Zeit, das Ergebnis hier komplett umzudrehen. Redknapp, Shearer,
Scholes, Beckham, Owen, schön gespielt. Aber der Abschluss. Da wird ganz groß auf Owen geschaut. In den Medien sollte das hier in die Hose gehen. Paul Scholes war mit einem Versuch. Die Free Lions haben den Kopf nicht mehr im Sand stecken, sondern sind hier aktiv mit dabei. Suchen die Chancen, suchen das Tor. Aber für mich persönlich, wenn ich der Nationaltrainer wäre von England, Michael Owen, zu überhastet sein Spiel. Die Torraumszenen. Währenddessen mal wieder eine Chance für die Jugoslawen. David Seaman sprintet den Ball dort hinterher. Aber der Abschlag, eher Fui als Hui. Redknapp. Schöner Eckball. 20 Minuten sind es noch für die Three Lions. Boah, wieder ist Krali dran, lenkt den Ball an den Pfosten. Die nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite. Der Ball ist noch heiß. Da, strittige Szene da im Strafraum. Braucht man sich nicht beschweren, wenn es dort Elfmeter gibt. Jetzt vielleicht. Konter wollte ich das jetzt nicht nennen, aber gefährlich war die Chance allemal. Ball klingelt auch hier am Alu. Redknapp. Beckham. Owen jetzt mal im Strafraum. War da noch jemand dran? Nein, sagt der Unparteiische. Auch wenn sich McLaughlin da wüst drüber aufregt. Shearer gegen Mirkovic. Alles sauber. Redknapp. Es gibt Einwurf für England. Er kommt irgendwie in den Strafraum gesegelt. Kein Problem für den erfahrenen Schlussmann Ivica Krali auf Seiten der Jugoslawen. Mijatovic. Ja, gibt nochmal Ecke. Hier, um den Deckel drauf zu machen. Stojkovic. Ball bleibt bei den Jugoslawen. Und ja, Chance vertan. Hätte durchaus was Brandgefährliches entstehen können. Alan Shearer. Mit einer Möglichkeit. Mijatovic. Und Seaman. 5 Minuten sind noch zu absolvieren. Die Jugoslawen, auch sie haben sich in der zweiten Hälfte sehr weit zurückfallen lassen. Mit der 3:0-Führung kann man das auch mal machen. Aber die Engländer, von der Qualität her, haben sie definitiv die Möglichkeit, das hier noch aufzuholen, aber am Ende sind sie an sich selbst gescheitert. Dreizehn Bälle, die der Krali entschärfen musste. Einmal musste er hinter sich greifen. Ansonsten ein mehr als ordentlicher Arbeitsnachweis für diesen heutigen Abend, für dieses Auftaktspiel
bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Die 11. Ausspielung seit 1960. Und dann fällt es fast doch noch. Spiel ist aus! Kali-Spieler des Tages, das möchte ich nicht bezweifeln. Vielleicht Mijatovic noch mit seinem Doppelpack, der die Jugoslawen hier auf die Siegerstraße bringt. 3:1 ist das Endergebnis zwischen Jugoslawien und England. Das wird eine interessante Begegnung für die zweite Gruppenspieltag. Denn die Jugoslawen könnten schon mit einem Sieg gegen Italien das Viertelfinale klar machen und vice versa. Kräfteverhältnisse haben sich auch hier verschoben in der zweiten 45 Minuten. Ganz anderes Spiel als zu Durchgang 1. Morgen geht es schon los mit den ersten Entscheidungen. Zypern gegen Ungarn und die Neuauflage des Endspiels von Frankreich 98. Die Niederlande gegen Schottland. Das sind unsere Begegnungen morgen für die Europameisterschaft. Bis dahin. Schaltet morgen wieder ein. Totins, au revoir. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei der UEFA Euro 2000. Bis dahin.